Lilo, heute mal ein kurzer Abriss für unsere Systemadministratoren. Ich habe mir doch da diesen Server gekauft. Ich bin hier unter Ubuntu 14.04 LTS, habe das mal frisch aufgesetzt in der 64-Bit-Version auf einem ganz normalen PC. Ganz normaler PC. Das wäre jetzt unser Maß Cluster Controller. Das wäre der PC, wo der Admin dann seine vielen, vielen, vielen Server administriert. Dann habe ich für euch mal, ne, ganz viele Bildschirmfotos gemacht, was ich die letzten paar Tage gemacht habe. Ich habe mich lange gefummelt, ne? Mal wieder von nichts eine Ahnung, aber alles erklären wollen, ne? So kennt ihr mich. So kennt ihr mich. So, und dann bin ich da mal an dem Tag mal losgestartet. Ansicht, Vollbild. Metal as a Service, ne? Jetzt hatte ich einen Server bei mir lokal im Netz und einen lokalen PC. Das ist der, an dem ich gerade sitze. Das wäre jetzt unser Cluster Controller. Der hat bei mir die IP-Adresse so und so. Dann bin ich Schritt für Schritt mal durchgegangen, was muss man machen, um ein vorhandenes Ubuntu 14.04. Dann, ja, was muss man da eintippen? Sieht man zum Beispiel hier. Und hier ist die entsprechende Beschreibung, die ich auf habe. Habe ich viele Bildschirmfotos gemacht. Was muss man machen, um aus einem bestehenden PC einen Controller zu machen? Ein, ja, das Ding für den Admin, der die vielen, vielen Server administriert. Bei mir nur einer. Gut, dann habe ich Bildschirmfotos gemacht. Da wird so einiges so runtergeladen. Ne? Immer nebendran so, wo war ich auf welcher Seite? Ja gedrückt oder einfach Enter. Und dann, wenn das installiert war, musste ich hier noch den Maß Regio Admin und so weiter einstellen, sieht man dann in der Beschreibung. Beschreibung auf dieser Seite. Gut, dann konnte ich mich dort einloggen und konnte nach und nach meinen PC so einrichten, dass der ein Cluster-Controller wird, ne? Damit ich von dem aus hinterher das Metall, das blanke Metall, ohne dass da Software drauf ist, administrieren kann. Ne? Wie bin ich wo reingekommen? Wie habe ich mich da eingeloggt? Immer im Vergleich zu, hier ist die einfache Anleitung, da sieht es einfach aus, aber da muss man schon mal woanders klicken. Und das Importieren der sogenannten Boot-Images, also das, was hinterher auf unserem Metall landen soll. Ne? Witz bei der Sache bei Metal as a Service ist ja, man will gar nicht an die Rechner mehr dran, an die Server. Ne? Einmal als PXE-Boot eingestellt, am Server, Kabel dran und dann weg. Ne? Nie wieder dran. Also müssen die Boot-Images, also die Betriebssysteme, die drauf laufen sollen, einmal hier auf dem Master-Rechner, den Cluster Master runter und übers Netzwerk holen sich dann die Server das entsprechende Boot-Image, das man dann kontrollieren kann, verändern kann. Und dann habe ich mal so einige Screenshots gemacht. Unser Master-PC, an dem ich sitze, kontrolliert ab da das DHCP, damit sich die Server eine IP-Adresse ziehen. Und die Cluster kann man editieren, also den Cluster. Cluster ist eine, ja, Ansammlung von Rechnern, unter anderem auch der, an dem ich sitze, ne, der Cluster Master, von dem ich aus das kontrollieren kann. Und dann kann ich da DHCP einstellen, wo kann ich das Interface einstellen, was steht in der Anleitung, was habe ich gemacht und so weiter. Zum Schluss gehen wir mal hier nochmal raus. F11. So. Und zwar war es am Ende so, jetzt gehe ich mal zum Ende hin, dass ich dann einen Node in meinem NAS hatte. Ne? Node wäre der Server, den ich administrieren will. Ihr hättet 100 Server. An jedem Server wollt ihr gar nicht mehr ran. Einfach PXE Boot einstellen. Holt sich das Betriebssystem vom Master, ne? Vom Master-Rechner, an dem ich sitze. Ein paar Kabel dran, PXE-Boot und fertig. Das ist der Witz bei Metal as a Service, ne? Metall as a Service. Denn hat man das gemacht, kann man sich auch Server mieten, ohne dass da Betriebssysteme drauf sind. Ne? Kann man nämlich zum Beispiel sich dann auch mal einloggen. Ne? Das wäre jetzt hier mein Server. Und der kann in meinem lokalen Netzwerk stehen, muss aber nicht. Ne? Hat man den einmal PXE Boot gestartet, geht er direkt wieder aus. Der meldet sich dann erstmal nur: Guten Tag, ich habe jetzt die IP-Adresse vom, ja, Cluster Master gekriegt. Ich habe so viel CPUs, so viel RAM. Was soll ich tun? Und wartet auf
Anweisung, ne? Der kriegt außer der IP-Adresse noch eine zweite. Noch eine zweite, mit dem ich mich dann auf die, ja, quasi Hauptplatine schalten kann. Damit ich zum Beispiel diesen HP-Server, den ich habe, ein- und ausschalten kann, obwohl ich gar nicht da bin. Und der kann natürlich auch woanders sitzen. Ne? Es gibt Firmen, die bieten mittlerweile Metal as a Service an, stellen einfach ein paar Rechner auf. Ne? Natürlich sichern sie das ab, dass da nicht jeder und Gott in die Welt sich einloggen kann. Aber im Prinzip ist das nichts anderes wie hier im lokalen Netzwerk. Die booten per PXE das Betriebssystem, das der den Server gemietet hat, ja, festgelegt hat. Ne? Und dafür ist dieses Benutzerinterface, ne? Das ist eine kleine Webseite, die man auf dem lokalen Rechner, mein lokaler Rechner HTTP 20, aufrufen kann. Läuft ein Apache Web Server drauf, Interface. Kann man gegebenenfalls auch dann dieses Web Interface von weiß Gott wo administrieren, sich Server dazuschalten und so weiter. Gut, wie gesagt, dann kann man sich zum Beispiel auch auf den Server direkt auf die Hauptplatine, obwohl der Server runtergefahren ist, ja. Der ist dann nicht an. Einloggen, auf die Hauptplatine aufschalten, Integrated Lights aus, heißt das zum Beispiel. Hier habe ich mal ein Bildschirmfoto gemacht, press doch mal Power an und dann geht der Server an und so weiter. Ne? Ein virtueller Power-Button auf dem Server gedrückt und deshalb kann man diese Server auch mieten und die stehen vielleicht auch ganz woanders. Damit ihr, ne, diese Bildschirmfotos, den Link dazu hänge ich euch an, damit ihr versteht, wie in meinem lokalen Netzwerk das aufgebaut war, damit ihr es nachvollziehen könnt. Ne? Mein lokaler Rechner, an dem ich jetzt gerade sitze, wo Ubuntu 14.04 LTS ist, das ist der Cluster Master, ne? Der PC, das ist hier der PC. Und das hier ist mein Server, der hier steht, könnte auch, weiß Gott, wo im Internet gemietet stehen. Der Server hat auf der Hauptplatine dann quasi dieses Integrated Light Out, ist nochmal mit einem Kabel mit meinem Netzwerk-Switch verbunden, ne? Hardware, ne? Netzwerk-Switch. Und daraus geht zum DSL-Router ins Internet. Gut, könnte sich auch jemand Fremdes mieten, ne? Könnte sich dann meinen Server mieten zum Beispiel, ne? Wenn ich dann entsprechende Firewall-Regeln, Passworte festlege, geht. Also das blanke Metall, also der blanke Server ist das hier. Der wird auch im folgenden Node genannt, ne, in den Bildern, beziehungsweise von Metal as a Service. Das ist ein HP-Server, der hat drei Netzwerkschnittstellen. Und der wird einfach so eingestellt, ne, nichts weiter, die beiden Strippen dran. Einmal ET1 an Netzwerkkarte 1, Netzwerkkarte 2 habe ich nicht benutzt. Und an Integrated Lightout, die beiden Strippen dran. Eingestellt so, dass er sich vom Netzwerk bootet. Gut. Wichtig bei der Sache ist, dass ihr an eurem DSL-Router DHCP ausschaltet. Denn auf unserem Cluster Master, ne, sorgt das Programm MAS, der Cluster Controller, dafür, dass er sowohl DNS-Server als auch DHCP-Server ist. Der funktioniert dann wie ein Router, ne, per Software. Ne. Das hier ist alles auf dem PC, an dem ich gerade sitze. Läuft dann ein, ja, gedachter Router, der per DHCP, ich habe diesen Range eingegeben, IP-Adressen vergibt an jeden, der sich dann mit ihm verbindet. Natürlich muss der DHCP-Server eine kleine IP-Adresse haben, hier zum Beispiel 1, damit er zuerst gefunden wird. Ne? Also wie gesagt, ein DSL-Router, DHCP off, sonst gibt es Durcheinander, oder eine hohe IP-Adresse, wenn er denn das besser wisst als ich. Gut, und auf meinem PC, der jetzt zwei Netzwerkanschlüsse hat, einmal die statische IP, ne, über die er dann ins Internet geht und alles Mögliche macht und immer erreichbar ist, und die andere IP, wo er der DHCP-Server ist, ne, anstelle meines Routers, da auf diesem Ding liegen die Boot-Images, die hinterher vom Server ausgeführt werden sollen. Ne. Diese Boot-Images runterzuladen, habe ich mehrere Tage und Nerven gekostet. Ihr seht hier in den Screenshots, es gibt ein ganz bestimmtes Verzeichnis, wo die landen. Da immer mal reinschauen, wie weit das ist. Ne? Also da muss man sehr, sehr viel Geduld haben. Wir wollen viele Boot-Images, damit wir auf unserem Metall, unserem Node, möglichst viele verschiedene Betriebssysteme installieren könnten. Es ist ja hier bei mir nur ein Server. Es könnten ja dann 100 sein und das ist ja dann für die Admins interessant, ne? Dass die nur noch einstellen, an jedem Server, den sie finden, in ihrem lokalen Netzwerk PXE-Boot, Strippen dran, verbinden mit dem Switch
und gehen zum Rechner und machen den Rest dort. Dort stellen sie ein, welches Betriebssystem dort ausgeführt werden soll. Der Server bootet dann, na, startet hoch PXE-Boot, sucht im Netzwerk nach einem DHCP-Server, ne, der mit einer kleinen IP-Adresse findet er sofort. Ist der hier, ist mein PC, der als DHCP-Server funktioniert. Und bekommt von dem eine IP-Adresse in dem Bereich zugewiesen. Hier zum Beispiel die 183 für ET1, 184 für das Integrated Lights Aus, also virtueller Knopf zum Ausschalten. Alles andere muss man sich nur in der Benutzerschnittstelle auf dem lokalen PC kümmern. Wie gesagt, die Hardware, das Metall, einfach verbinden, PXE-Boot und den Rest macht man vom Cluster Master aus, ne? Der Cluster Controller, wo das Programm Mars läuft, das dann sowohl als DNS-Server, DHCP-Server läuft, DHCP-IP-Adressen vergibt, die Boot-Images bereithält, die dann die Server ausführen. Dies hier als Überblick. Den Link zu meinem vielen, vielen Bildchen, die ich gemacht habe, ja, die hänge ich euch an, den Link zu den vielen Bildchen. Gut, damit ihr das mal nachvollziehen könnt, was habe ich wo eingegeben. Ich hoffe, als Einstieg, damit man überhaupt mal den ersten Server so weit bekommt, dass er bootet, ne, sich per DHCP ein Image besorgt. Das war schon ein Stückchen Arbeit. Wundert euch nicht, dass der Server beim ersten Mal direkt wieder ausgeht. Der besorgt sich erstmal hier zwar eine IP-Adresse, geht aber direkt wieder aus, weil der Cluster-Controller ihm sagt, ja, dankeschön, jetzt weiß ich erstmal, wie du heißt. Jetzt warte ich erstmal, bis der Chef kommt, nämlich ich. Und mir sagt, welches Boot-Image du überhaupt kriegst. Ne? Dann erst beim nächsten Mal hochstarten, kann man ja zup, rein damit, ne? Dann kriegst du dein Betriebssystem, sag ich dir, später. Ne? Der fährt sich direkt wieder runter. Ne? Und dann kann man den hier administrieren, hoch, runterfahren und die anderen Server gegebenenfalls auch. Mars Metall, das Metall, der Server als ein Service, M-A-A-S, nett. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.